Heute werden wir was richtig Cooles machen. Und zwar werden wir uns super alten Autos tunen. In Driving Empire. Hier steht schon mein cooler Porsche. Und ich habe schon mit Braxy telefoniert. Und ich muss jetzt schnell zur Garage fahren, Leute. Weil da können wir nur die Autos tunen. Beziehungsweise müssen wir uns erstmal noch ein Auto kaufen. Und dann werden wir damit Rennen fahren und schauen, wer die besseren Autos hat. Ich bin echt mal gespannt, ob Braxy schon da ist. Schaut mal, das ist hier vorne. So. Ah, ne, hier, schaut mal. Hier muss ich rein und, Mann, wo ist denn die Garage? Ah, hier ist die Garage. Ah, hier muss ich jetzt auf Braxy warten. Mann, wo ist der Blödmann, ey? Immer wenn man den ruft, dann braucht der mal so ewig. So, und zack. Okay, jetzt muss ich einfach nur noch warten. Aber in der Zeit müssen wir echt mal Autos verkaufen, Leute. Ich glaube, ich verkaufe diesen hier. Warte mal. Zack. Oh, der ist schon cool. Aber ich glaube, den finde ich nicht so cool, Leute. Ich glaube, ich muss den verkaufen. Was ist mit dem hier? Oh, den habe ich letztens neu geschenkt bekommen. Der sieht auch cool aus. Aber mein Porsche ist besser. Deswegen verkaufe ich den hier jetzt für 200.000. Und den muss ich leider auch verkaufen. Boom. Okay, so, mein Auto ist hier. Mann, wo bleibt denn endlich Braxy, der Blödmann? Oh, diesmal muss ich auch sauber einparken, weil der Blödmann ist doch bei der Polizei. Falls ihr das alte Video noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch unbedingt an. Und warte mal, was kann ich hier annehmen? Boah, 4.000. Und ich habe richtig viel Geld. Ich habe 383.000. Da muss ich mir erstmal gucken, welches Auto ich mir kaufen kann. Aber das mache ich, wenn Braxy endlich da ist. Soll ich ihn mal anrufen? Oh, ich weiß gar nicht. Mann, wo bleibt der? Hallo, Odi? Braxy, wo bleibst du denn endlich? Ich bin auf dem Weg. Ich habe die Garage verloren. Mann, wie, du hast die Garage verloren? Wo bist du denn gerade? Ich hol dich ab. Okay, ich bin bei so einem riesen lila Typen. Der ist wirklich lila. Bei so einem riesen lila Typen? Ich sehe das Hotel. Ist das Hotel neben der Garage? Ich glaube nicht. Siehst du einen Kran? Ja. Komm mal zum Kran. Okay, ich bin gleich da. Das dauert nur 5 Minuten. Wie nur 5 Minuten, du Blödmann? Ich mach nur Spaß. Ich bin gleich da. Oh Mann, Braxy, beeil dich. Ja, ich komme zum Kram. Bis gleich. Tschüss. Oh Mann, Leute. Wo ist denn dieser Blödmann? Der hat wirklich die Garage verloren. Jetzt muss ich den suchen gehen. Braxy! Mann, Braxy, wo bist du? Oh Mann, ey, vielleicht hier. Was ist das denn? Oh, guck mal, das ist eine Torte. Boah, ich habe eine Torte eingesammelt. Mann, wo ist der Blödi? Er sagt, er ist gleich da. Braxy. Oh Mann, ey. Wo ist der Doofkopf nur? Hallo? Odi, ich bin, glaube ich, gleich bei der Garage. Wo bist du? Oh Mann, du Blödmann. Ich bin immer noch... Ach, egal. Ich komme jetzt. Ich war beim Kran. Du warst da nicht. Ich war beim Kran. Bist du bei der Garage? Ich glaube schon. Was heißt hier, ich glaube? Odi, ich bin bei den Riesenhochhäusern. Ich finde die Garage nicht. Hast du ein grünes Auto? Nee, ich habe ein blaues Auto. Oh, bist du wieder mit dem Polizeiauto unterwegs? Oh, du Blödmann. Okay, warte. Ich muss jetzt Braxy finden. Wo bist du? Du wirst mich niemals finden können. Guck mal, ich bin bei dem schwarzen Hochhaus. Es gibt nur ein schwarzes Hochhaus. Es gibt mehrere schwarze Hochhäuser, du Blödmann. Oh. Bist du in die Stadt reingefahren bei den Hochhäusern? Ich glaube schon. Soll ich da wieder rausfahren? Ah, ich sehe dich! Ah, du Doofkopf! Leg auf! Hab ich. So, okay, wohin jetzt? Geradeaus nur. Mann, du Blödmann, du bist ja ganz falsch gefahren, ey. Ist doch egal, ich werde dich trotzdem besiegen. Okay, warte, komm zurück. Sollen wir ein kleines Rennen machen bis dorthin? Okay, komm. Wir müssen nur geradeaus fahren. Okay. Bis zur Garage, okay? Okay. 3, 2, 1, los! Tschüss, du Blödmann! Du hast gesagt geradeaus. Oh Mann, ey! Seit wann bist du so schnell? Schon immer gewesen. Oh Mann, ey. Sag, wenn ich bremsen muss, sag, wenn ich bremsen muss. Gewonnen! Hier ist die Garage, bremsen! Aua, aua, aua! Blödkopf. Ich hab alles kaputt gefahren. Okay. Braxy, warte, wir müssen hier nach hinten, komm mit. Okay. So, und parken. Schau mal, ich habe parken gelernt, Braxy, so wie du es mir beigebracht hast.
Sehr gut, Odi, sehr gut. So, okay. Und also, Braxy, heute machen wir was richtig Cooles. Weißt du schon Bescheid? Ja, oder? Mhm, du hast mir schon Bescheid gegeben. Okay, wie viel Geld hast du? Ich habe meine alten Autos verkauft. Ich habe nur noch den Porsche. Warte, dann verkaufe ich die anderen auch. Ich verkaufe... Oh, den wollte ich doch gar nicht. Boah, der sieht cool aus. Aber würde ich verkaufen. Verkauf. Ich habe jetzt 205.000. Boah, cool. Ich habe 389. Oh. Also, Braxy, wir müssen uns jetzt ein Auto kaufen, ein neues. Und das werden wir dann zu einem superalten Auto machen. Aber sag nur nicht, was du machen willst, okay? Das müssen wir dann nachher raten. Okay, ich verrat's dir nicht. Er hat dein Auto geklaut. Mann, das ist nicht so schlimm. Ich hab doch einen Chip drin. Okay. Okay, Braxy, welches Auto willst du dir kaufen? Also, ich kann ja nicht so viel. Ich habe ja nur 200.000, aber... Ich kaufe mir ein günstigeres, dann kann ich es besser tunen. Ah, das ist eine gute Idee. Ich hätte jetzt was voll Teures gekauft, dann hätte ich es gar nicht mehr tunen können. Danke, Braxy. Deswegen habe ich dir auch gesagt. Okay, Braxy. Also, ich glaube, mein Auto... Boah, der sieht richtig cool aus. Oh, okay, Braxy, ich habe, glaube ich, mein Auto. Ich habe auch mein Auto, Odi. Welches nimmst du? Ich nehme das 2018er TVR Griffith. Wow, cool. Ich habe mir den 2020er McLaren geholt. Schau mal. Warte, ich kaufe den jetzt aus. So, und gekauft. Bist du da? Boah, Odi. Guck mal, ich fahre auf der anderen Seite. Stimmt, du hast einen... Das nennt man, glaube ich, Importfahrzeug. Komm mit, Braxy. Boah, mein Auto ist super schnell. Boah. Okay, wir müssen jetzt in die Garage fahren und jetzt müssen wir die zu Superheldenautos machen. Du wirst erstaunt sein, was ich haben werde. Sag, du wirst erstaunt sein, was ich haben werde. Also, ich gehe jetzt unter mein Auto. Du kannst mich nicht mehr hören. Tschüss. Tschüss. Bis gleich. Okay, Leute, Braxy ist auf der anderen Seite. Wir tunen jetzt unser Auto. Okay. So, welches Auto will ich machen? Und ich habe da schon eine super coole Idee zu unserem McLaren. Wir werden ihn zu einem Flash-Auto machen. Weil Flash ist der schnellste Superheld. Deswegen ist mein Auto das schnellste Auto. Und dann hat Braxy gar keine Chance bei dem Rennen heute, Leute. Okay, das heißt, wir müssen erstmal... eine Unterbodenbeleuchtung kaufen. Eine Farbe. Boah! Rot oder gelb? Hm, ich glaube rot. Flash ist rot. So, zack. Und kaufen. So, okay. Dann haben wir schon mal das erste. Farbe. Elite. Boah, das sieht super cool aus in rot. Leider nicht lila. Leider ist Flash rot. Aber das ist nicht so schlimm, Leute. Und, oh, warte mal. Ich kann hier Sticker drauf machen. Boah, okay, das sieht schon cool aus, aber ich finde es so besser. Und das hier, oh, das ist rot. Nee, das lassen wir auch so. Das ist nur unnötig Geld. Interieur, oh, Alcantara, orange, rot. Boah, schaut mal innen drin mit rot. Das ist super cool. Und die Felgen brauchen wir natürlich auch, super coole Felgen. Oh, die hier, nee, die. Hier. Wir brauchen coole Felgen, Leute. Oh, die sehen super cool aus. Oder die hier. So. Boah, so ist auch cool. Ich kaufe die hier. Und dann müssen wir natürlich gelbe Felgen machen, weil das passt zu Flash. Oh, Mann, nur hinten. Warum nur hinten? Ich will alle Räder. Alle. Wo sind denn jetzt meine Reifen, die ich gekauft habe? Hier. Und zack. Und alle machen wir gelb. Boom. Alle. Und zack. Mann, warum hat das nicht funktioniert? Hä? Der ist kaputt? Warte mal, Leute. So, egal, das wird schon, Leute. Okay, als nächstes brauchen wir ein Kennzeichen. USA und ein rot-gelbes. Nee, haben wir... Das sieht cool aus. Für 5.000 gekauft. Und jetzt brauchen wir noch... Boah, Licht da vorne. Wir machen natürlich rote Lichter. Boah, oder warte... Nein, gelbe Lichter, Leute. Boah, das sieht super cool aus. Und die Bremssättel, die müssen wir wieder rot machen, oder? Boah, das sieht super cool aus, Leute. Ich glaube, ich werde das beste Auto der Welt haben. Wir haben sogar einen Nitro-Effekt. Boah, das sprüht hier oben raus. Laser. Oh,
Warte mal, können wir die in gelb machen? Gelbe Laser oder Blitze? Das ist doch noch besser für Flash. Zack, gelbe Blitze gekauft. Leute, das war echt teuer schon. Ich habe nur noch 18.000. Chrom? Wo ist denn mein Chrom? Ich habe gar kein Chrom. Weg damit. So, und dann haben wir noch Leistung. Vielleicht können wir noch was an der Leistung rausholen, Leute. Motor, 30.000, das ist zu teuer. Oh, 11.000, ein Turbo. Twin Turbo ist installiert. Oh, das ist cool, aber das kostet mir auch zu viel Geld. Bremsen, Driftbremsen. Oh, Driftbremsen sind schon cool, Leute. Dann können wir driften. Zack, gekauft. Und ich habe nur noch 8.000 Dollar. Stickstoff, oh, das hätte ich mir kaufen sollen. Und der Antrieb ist schon gut, das ist installiert, Leute. Boah, dann ist mein Auto fertig. Aber warum ist hier der Reifen so komisch? Warte, ich muss kurz gucken. So, nochmal Anpassung. Ah, Mann, der Reifen ist einfach, der bleibt so. Warum? So, Serie. Und jetzt nochmal die hier. Installieren, installiert. Und in gelb bitte. So, zurück. Jetzt hat's geklappt, Leute. Boah, mein Auto ist schon das super coole Flash-Auto. Warte mal, die Lichter nochmal kurz kontrollieren. Okay, die sind gelb. Super, dann bin ich fertig. So, Fahrzeug verlassen. Ich bin echt mal gespannt, was Braxy für eins hat. Ich muss es direkt ausprobieren. Schaut mal, der macht da hinten schon sein Auto. Ich muss hier kurz ausprobieren. Und wow, und wenn ich jetzt Lichter anmache, zack, leuchten die gelb, Leute. Wie cool. Und wartet mal. Ich kann sogar den Cabrio machen. Boah, das sieht super stark aus, Leute. Ich habe das neue Flash-Auto. Das muss ich jetzt mal kurz probieren. Boah, das ist super schnell. Schaut mal mein Nitro an. Boah, Brakes hat gar keine Chance. Und die Driftbremsen waren super cool. Schaut mal, ich kann driften. Oh, das ist Brakesy. Der testet sein Auto auch gerade. Ich muss schnell mein Auto wegpacken. So, wartet. Und zack. Oh, wie cool. Blödling. Hallo? Braxy, wo bist du denn gerade hingefahren, du Blödmann? Ich bin nur mal kurz eine Spritztour machen gegangen. Komm mal zurück, ich auch. Ich wollte es testen. Ich dachte, du brauchst noch viel länger. Ich bin jetzt wieder bei der Garage. Komm hinten hin, da zeige ich dir mein cooles Auto. Wow, Braxy. Na, wie findest du das? Das sieht ja mega cool aus. Aber ich komme nicht drauf, wer das sein soll. Okay, wer hat rot und blau und... Ich weiß es! Sag es. Superman! Nein, Spider-Man. Siehst du nicht vorne die schwarzen Dinger vorne? Oh, du hast recht, Braxy. Das sieht voll cool aus. Okay, jetzt bin ich. Okay, na los, Braxy. Wow, der ist ja mega cool. Wir haben beide rot. Also unsere Superhelden sind beide rot. Aber ich habe noch gelb dazu. Gelb und rot? Du hast ein super schnelles Auto. Ich weiß es. Wer? Du bist Flash. Genau, Braxy. Mein Auto ist das Flash-Superheldenauto und deins das Spider-Man-Superheldenauto. Bist du jetzt bereit für das finale Rennen? Ich bin sowas von bereit. Okay, dann nimm dein Handy raus und wir gehen zu Rennen. Was ist denn hier gerade absolut der Brenner? Sollen wir zu Turbo Circuit Rennen gehen? Ist das nicht nur geradeaus? Ja, dann lass uns hingehen, komm. Okay, teleportieren. Weil das ist ein neues Rennen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, Braxy, du hast gar keine Chance. Wollen wir mal gucken? Wir sehen. Schneller als ich bin. Zu. Ich bin Flash, ich bin der schnellste Superheld, den es gibt, du Blödmann. Oh oh, es geht. Alle sind los. Rot. Die anderen sind auch rot. Und die haben irgendwie ein Supersportauto. Du bereit? Ich bin ready, Braxy hier. 5, 4, 3, 2 und. Oh, ich bin. Boah, du bist super schnell. Oh aber nein. Oh, verflucht, ich hab Fehler gemacht. Oh, ich auch, Braxy. Ich muss zurück. Oh, Mann, ey. Ich muss auch zurück. Wir sind viel zu schnell dafür. Wir sind super schnell, Braxy. Ich bin Spider-Man. Tschüss. Darfst du nicht so schnell fahren? Oh, Mann, ey. Oh, komm schon. Ich muss vor dir bleiben, Braxy. Ich werde dich noch einholen. Niemals. Ich hab Driftbremsen geholt. Deswegen kann ich so cool um die Ecken fahren. Oh, oh. Geschleudert. Tschüss. Ach, Mann, ey. Sie hat mich eingeholt. Komm schon. Boah, ich bin so schnell. Ah, Unfall, Hilfe. Tschüss, Braxy. Wo bist du? Mein Auto ist fast
kontrollierbar. Du hast auch keine Reifen gekauft, oder? Ach, doch, hab ich. Welche Reifen hast du gekauft? Nur coole Felgen halt. Nein, du hättest Reifen kaufen müssen. Rennreifen. Och ja, klar. Mann, ich glaube, ich habe Straßenreifen, Brax hier. Glaube ich auch bei dir. Oh Mann, komm schon. Zack, Auto ist mega laut. Oh, boom. Ich bin Erster. Ehrlich? Ja, ich bin wirklich Erster, Odi. Oh Mann, ey, das ist voll unfair. Hä, warum? Weil du die Reifen gekauft hast. Aber ich habe mir keine Rennreifen gekauft. Ich bin umgekippt gerade, Brax hier. Spider-Man. Wo bist du denn? Spider. Ich bin Erster, Odi. Oh, jetzt bin ich gleich Zweiter. Na warte, Brax, ich hol dich noch eine. Ich will niemals schaffen, Odi. Ich doch. Bin so schnell. Ich bin gerade an der Wand gefahren, das kannst du nicht. Ist doch egal, du bist trotzdem nicht Erster. Na und, Blödie. Oh nein. Wirst du eingeholt? Haha! Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich kann dich noch einholen, Brax hier. Probier dein Glück, wenn du es schaffst. Okay, das ist aber eine super doofe Strecke. Die ist auch voll lang, oder? Aua, Unfall. Mega lang. Ich habe gerade mal 60% fertig. Ich habe 50. Oh, du brauchst noch ein bisschen, Odi. Ist aber nicht schlimm, Odi. Aua. Weißt du warum? Unfall. Ich werde damit alle Mädchen jetzt klären, Odi. Nein! Ich werde alle Mädchen risen. Nein, alle Fangirls gehören mir. Die werden alle in mein Auto einsteigen. Die werden alle in mein Auto steigen, du Blödmann. Deswegen bist du auch Letzter. Nein, ich habe das extra gemacht, weil Mädchen mögen keine schnellen Autos. Also, ich finde schnelle Autos cool. Ich auch. Aber bei Mädchen. Na warte, wenn wir ein normales Rennen machen würden, dann hätte ich gewonnen. Ja, natürlich, Odi. Dann hättest du gewonnen. Ich weiß klar. Nicht, und hätte ich normale Reifen, du Blödi. Ich bin gleich fertig. Gleich 90%. Aua. Aua. Du Blödmann. Das ist echt lange, Brax, dieses Rennen. Und du hast sogar ein teures Auto gekauft. Oh Mann, ey, du hast recht. Du hast gecheatet. Hä, wieso hab ich gecheatet? Brax ist ein Cheater. Ich habe einfach das bessere Auto gekauft und das getunt wie Spider-Man. Und dann hast du gecheatet. Habe ich nicht. Außerdem bin ich jetzt fertig, Odi. Was sagst du dazu? Ich sag dazu, dass du ein Cheater bist. Fertig. Ich werde das jedem Fangirl sagen, dass du schummelst. Ist mir egal, Brexy. Also ich warte draußen auf dich, du Loser. Ja, Mann. Wenigstens bin ich nicht als Letzter rein. Ich bin Dritter. Bist du fertig? Noch nicht, aber gleich. Wie viel Prozent hast du schon? Sag ich dir nicht. Warum nicht? Bei 90. Oh Mann, die Fangirls werden mein Auto lieben. Werden sie nicht. Spider-Man. Flash ist viel cooler, Brax hier. Also mein Auto kann sogar springen, Odi. Kann dein Auto auch springen? Wieso kann dein Auto springen? Hast du nicht Federn getunt? Nee. Irgendwas getunt außer die Farbe. Ich hab nur das Aussehen getunt. Odi. Du bist blöd, Mann, Brax hier. Lass uns zur Garage gehen, dann kannst du es nochmal tun. Warum nicht? Ich will nicht mehr, ich hab gewonnen. Du hast verloren. Ey, mein Auto ist kaputt. Odi, komm mal schnell, helf mir. Warte, ich komm schon. Wie, dein Auto ist kaputt? Ich komm hier nicht mehr raus. Ich bin stecken geblieben. Oh, du. Oh, halt mal dagegen. Ich komm nicht raus. Oh Mann. Steig ein. Ich steig bei dir ein. Wir lassen es später abholen. Okay, dann sagen wir einfach, ich habe das Aussehen gewonnen und du das Rennen, okay? Okay. Also steht's Gleichstand. Ha! Okay, dann lasse ich dir das. Es steht Gleichstand. Okay, Freunde, aber dann will ich mal sagen, es steht Gleichstand. Ihr müsst natürlich in die Kommentare schreiben, wer von uns gewonnen hat. Stimmt's, Brax hier? Stimmt, und vergesst nicht, ein Like und ein Abo dazulassen. Genau, wir fahren jetzt wieder zurück in die Garage. Check meinen besten Freund Brax hier aus und natürlich diese Zeit wieder hier oben. Tschüss!